So, jetzt sind erstmal ist erstmal die Hälfte tot, glaube ich. Sieht man ja. Kann ich mir erstmal schnell nochmal die Munition schnappen. Das ist einerseits gut und schlecht für uns. Geil. Ist das nicht geil? Jetzt können wir gar nichts mehr. So ein schöner Tag heute. Gar nicht langweilig. Verdammt, 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 verdammt! Das hast du falsch betont. Das heißt verdammt, verdammt, verdammt. Was? Alter. Wir sind alle erledigt. Wir sind am Arsch. Soll ich mal am Anfang am Bayerisch zu sprechen? Nee, Schweizerisch. Aber ich kann gar kein Schweizerisch sprechen. Möchtest du etwas an meinem Schoki-Ding lecken? Oh, kommt her, ihr Schweine. Nosalis, der Abschaum der Gesellschaft. Er lebt in der Gosse. Stirb! Oh Gott. Nein, 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 ganz schlechter Zeitpunkt für ein Skype-Gespräch. Scheiße, ey, nein. Boah, nee, 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 nee. Kacke. Boah, warte. Das muss ich jetzt mal kurz. Nee, ey, echt jetzt? So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen wieder zurück. Ich bin wieder da. Ja, Mensch. Es ist ganz, ganz wenig Zeit vergangen und ja, jetzt, ich erinnere mich, wir sind in einem Kampf gewesen und jetzt geht's natürlich weiter. Gut, dann müsste ich da jetzt mal auf Spiel fortsetzen klicken und ich will nicht. Mann, jetzt muss ich mich gegen diese scheiß Drecksviecher wieder wehren. Okay, wo waren wir denn stehen geblieben? Wow, was zum. Framerate, hallo? Hallo, hallo? Was? Okay, Framerate bricht ein. Alter! Was ist das denn hier? Boah, scheiße, Alter. So, langsam stabilisiert sich das. Alter. Wow, wow, wow. Was, was, was? Nein, 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 nein. Nicht sterben. So. Wow, wow, wow. Okay. Also. Ein bisschen. Ganz bisschen. Ganz bisschen. Komplizierter als sonst. Boah. Scheiße, jetzt sind wir doch gestorben. Naja, auf ein neues. Schade eigentlich, aber naja. Oh, doch nicht. Ach geil. Hat funktioniert. Puh. Mensch, das war eine Leistung. Trotz massiver Frame-Einbrüche haben wir es geschafft zu überleben. Jetzt schnappen wir uns nochmal schnell die Munition und ich glaube, ich beende auch gleich mal die Aufnahme. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wann die Aufnahme beendet wurde. Ich nehme gerade mit Fraps auf. Weil es ist jetzt schon ein bisschen her, wo ich das aufgenommen habe und ja, wisst ihr. War nicht ganz, also war nicht ganz nebeneinander, also ne. Ich habe wirklich zu lange jetzt pausiert, wegen massiven Problemen, nicht Problemen, nein, boah, ich muss reden lernen. Nein, ich habe einfach viel zu tun gehabt und nach diesem Skype-Gespräch war es einfach zu spät, um weiter aufzunehmen. Ich nehme jetzt mit Fraps auf. Ich weiß nicht, ob es jetzt am Fraps lag, dass ich so starke Frame-Einbrüche habe oder dass dieses Ding tatsächlich ganze 3 Tage im Arbeitsspeicher eingebunkert war, dieses Spiel. Naja, ich werde es auf jeden Fall gleich nochmal neu starten, nach dem nächsten Control-Punkt und das Let's Play für
diese Aufnahme beenden und nochmal neu anfangen. Und zwar, ich glaube... Scheiße. Ich weiß nicht, ob wir wirklich jetzt Munition verballert haben, die jetzt wirklich wichtig wäre. Ich glaube, eine Waffe war ziemlich wichtig, ziemlich teuer. Aber wir könnten es ja so machen. Also ich erinnere mich, dass wir an der Polis, tut mir leid, wenn ich jetzt nicht weiterspiele, also ich erinnere mich, dass wir an der Polis diese Waffe hier, die ich jetzt gerade in der Hand habe, ne, diese Shotgun, nochmal bekommen. Das heißt, ich könnte diese Waffe verkaufen, eine ganze Menge Kohle machen, diese Waffe verkaufen und gegen eine bessere austauschen, die 40 Munition aufnehmen kann, noch ein bisschen Munition und eine verbesserte Rüstung mitnehmen. Und weil diese Waffe, die man hier kaufen, die man da in der Polis kaufen kann, die ist ziemlich cool. Ne, ihr wisst ja, ich habe es schon mal durchgespielt und ja... Da kennt man schon ein paar Tricks und dann muss man das ja wirklich mal gesagt haben. So, jetzt nehme ich hier die Munition mit, ein bisschen aufmunitionieren, damit wir hier nicht ganz... Junge, du hättest hier auch mal ein bisschen helfen können. Jetzt sind alle tot, scheiß Bastard. Nee, auf jeden Fall müssen wir uns da nochmal was überlegen. Ich hoffe, hier kommt bald ein Control-Punkt, falls der nicht schon da war. Ein Control-Punkt. Und, ja, wo müssen wir überhaupt lang? Ich weiß es gar nicht. Hallo, Framerate? Hallo? Ja, der Framerate will auf jeden Fall nicht mehr, hat keinen Bock. So, nehmen wir hier nochmal die Munition aus der Munitionskiste mit, die hier zerbrochen ist. Alter. Fraps will hier heute gar nicht. Gut, es ist also auf jeden Fall nicht gut, das Spiel 3 Tage im Arbeitsspeicher zu lassen. Ich glaube, wir müssen da eben lang, aber hier geht sowieso nicht weiter. Gut, dann gehen wir jetzt mal da lang und hoffen, dass wir da noch was Gutes erwarten können. Oder nicht so Gutes. Mal sehen. Alter. Jetzt komm. Ich kann auch hier nicht mit... Keine Ahnung, wie vielen Frames spielen. Geht doch nicht. Mal 60, mal 20. Na toll. Ich höre es schon wieder. Ich glaube, der Kontrollpunkt wird noch ein bisschen hindauern. Oder jetzt ist er da. So, meine Damen und Herren, und jetzt beende ich die Aufnahme für diesen Moment erstmal, bevor ich mich an dieses Monster wage, das hier gleich um die Ecke springt. Deshalb wünsche ich euch jetzt noch ein bisschen, keine Ahnung, Spaß bei der nächsten Folge, falls die jetzt nicht schon fertig geschnitten ist. Und, ja, bis gleich. So, Leute, willkommen zurück zu später Stunde. Ich setze mir jetzt mal meinen Timer an. Ich habe den nämlich... Erstmals, ja, nicht einstellen. Ach Mensch, das kann scheinbar. Okay, Stoppuhr. Ich habe jetzt nämlich erstmals mir ein Handy bereitgelegt, dass ich jetzt mal weiß, wann die Folgen ungefähr zu Ende sind. Wir sind jetzt ja mitten in der Aufnahme eigentlich, also beziehungsweise mitten in der Folge. 8 Minuten sind gerade vergangen ungefähr, glaube ich. Und im Offline-Modus habe ich mich noch daran erinnert, dass wir da hinten, bevor wir uns jetzt ins Getümmel stürzen, noch eine kleine Sache hatten. Noch eine kleine Munitionskiste. Ich weiß nicht, war das hier? Ja, also, komm schon. Ja, jetzt geht's endlich. So, da war die Munitionskiste leider nicht, anscheinend. Ich komme hier auch gar nicht voran. Gerade uploadet noch mal ein weiteres Video. Ein anderes Tutorial uploadet gerade. Ah, hier war's. So. Das war auf jeden Fall erstmal notwendig, dass wir da noch ein bisschen Munition einsammeln. Okay. Und jetzt stürzen wir uns mal ins Getümmel, denn wir haben jetzt gleich ein paar hübsche Stunden vor uns. Ich werde jetzt nämlich, naja, okay, keine Stunden, aber ich werde jetzt ein paar Folgen im Voraus aufnehmen, zumindest für die nächste Woche. Und, ich habe jetzt auch auf volle Lautstärke gestellt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Hintergrund hören kann. Ich hoffe nicht. Also ich habe auf jeden Fall den Ingame-Sound viel lauter gestellt. Und das bedeutet, dass es viel gruseliger wird. Und ich hasse diese Stelle.
kommen nämlich unendlich. Da bewegt sich was. Nein, hier kommen nämlich unendlich viele dieser Monster. Und das hasse ich so. So, und vorher, bevor wir uns jetzt da hinten hintrauen, entschärfen wir hier nochmal alle Fallen und sowas und sammeln hier nochmal die Munition ein, die es hier noch zusammen gibt. Entschuldigung. Ich muss jetzt einmal kurz die Batterie ausmachen. Da haben wir gerade noch einen Erfahrungspunkt gesammelt. Jetzt könnten wir hier theoretisch hochgehen. Ich will jetzt mal leise hier lang uns die Munition schnappen, die hier noch rumliegt. Was ist das denn? Alter. Hä? Okay, jetzt ist die Textur weg. Jetzt ist sie wieder da. Was? Wo ist jetzt hin? Also das Spiel ist gruselig. Das kann man nicht anders sagen. Es ist gruselig. So, hier haben wir nochmal ein bisschen was gefunden. Das habe ich beim letzten Mal durchspielen auch noch nicht gehabt. Dass ich jetzt so ein paar Sachen finde. Ich mache jetzt mal kurz meine Kopfhörer noch ein bisschen leise. So. Alter, was ist das denn? Was kann ich hier anfassen? Ach, die Glocke. Oh, nee, nicht läuten. Ich muss mich hier hochschleichen. Vorsichtig und leise. Gucken, ob ich hier noch was finde. Hoffentlich finde ich auch was. Und es überrascht mich kein Monster. Und ich weiß ganz genau, dass da welche sind und dass die mich alle angreifen werden. Und ich weiß ganz genau, wenn wir uns jetzt nicht beeilen gleich, werden wir eine ganze Menge an Munition verschwenden. Deshalb, meine lieben Freunde, werden wir einfach gleich mal da durchstürmen. Beziehungsweise durchstürmen kommt irgendwie hin, ja. So. 4 Minuten noch, bis die Aufnahme hier beendet ist. Ich stresse euch gerade ein bisschen, ich weiß. Jetzt. Psch, ganz leise. Schnell die Munition einsammeln. Psch, da kommen sie. Da. Scheiß Viecher. Zeug einsammeln. Ich darf hier auch nicht schreien, es ist ja mitten in der Nacht. Was sollen denn sonst die Nachbarn denken? Oh, das ist gruselig. Ich würde gerne noch lauter stellen auf meinen Kopfhörern, aber ich glaube, dann hört ihr das. Das Mikrofon ist nämlich auf der maximalen Lautstärke eingestellt. Beziehungsweise Aufnahmefähigkeit, bevor es übersteuert. Das ist es immer. Hehe. Gibt's unendlich viele. Alter. Alter, ich will nicht. Ich will da nicht raus. Haben wir hier überhaupt ein Fernglas? Kann das... Meine Fresse jetzt. Haltet auch mal die Fresse. Hier muss irgendwo noch Munition rumliegen, das weiß ich. Also ich weiß nicht, was... Oh, da rechts jetzt lang. Okay, ich riskiere es jetzt einfach mal. Alter. Das ist gar nicht gut. Yeah.